das war uns schon immer ein Anliegen, Tiere artgerecht zu halten. Wir haben das aus unseren eigenen Vorstellungen so entwickelt. Die Familie Fauser besteht aus dem Josef Fauser und mir Rita Fauser. Und wir haben drei Kinder, der Felix Fauser, der hier sitzt, und der Ralf Fauser und die Carmen Fauser, die beide nicht mehr hier auf dem Hof wohnen, die erwachsen sind und ein eigenes Leben führen. Mein Vater hat den Hof von meinem Opa übernommen, beziehungsweise die Landwirtschaft. Hier der Hof selber ist dann von meinem Vater erbaut worden. Und hat sich weiterentwickelt, soweit er jetzt ist. Und von der Struktur her ein Gemischtbetrieb mit Milchkühe, Mastschweine und einer Hofvermarktung. Wir bereiten jetzt den Hofladen vor für den Verkauf. Morgen ab 9 stehen die Kunden da und wollen leckeres Grillfleisch einkaufen. Also das, was auf unsere Felder wächst, wird alles über unsere Tiere veredelt. Das ist eine Kreislaufwirtschaft. Es wird kein Dünger von außen zugeführt. Wir sind zertifizierter Biolandbetrieb seit 1988. Wir haben das aus unseren eigenen Vorstellungen so entwickelt. Ich habe auf verschiedene Betriebe vorher schon gearbeitet und habe da verschiedene Dinge gesehen, die mir wichtig waren für die Tiere. Und ich habe auch verschiedene Dinge gesehen, die ich den Tieren nie zumuten möchte. Wir haben insgesamt 140 Mastplätze. Der Stall so zu bauen war die Innovation, die Idee von meinem Vater, der sich das ausgedacht hat mit den drei Klimazonen, mit überdachtem Bereich und der Hütte und eben dem ganz Freibereich. Die Ferkel kommen aus dem Schwäbisch-Haller Raum. Unser Ferkellieferant züchtet die schwäbisch-hellische Rasse für die Arterhaltung, hat eingetragene Zuchtsauer. Wir halten die Richtlinien, die die bäuerliche Erzeugergemeinschaft fordert, durch den Biolandbau sowieso ein. Am Hof haben wir Kindergruppe, Schulklasse, Studentengruppe. Wir sind Demonstrationsbetrieb ökologischer Landbau. Bei dem Programm eben Teilnehmer und haben hier ca. 40 Gruppen jedes Jahr am Hof. Die muttergebundene Kälberaufzucht ist nichts, ist eher schon was Besonderes. Wir haben jetzt mit der Box den Versuch gemacht, ob wir da damit klarkommen. Und es hat gut funktioniert. Den ganzen Winter über haben wir das okay. Da war immer eine Kuh mit drei Kälber drin. Da können die Kälber bei der Kuh bleiben, können trinken, wann sie wollen, können trinken, so viel sie wollen. Können die kleine Familie sein. Ja, also hier im Stall gibt es ja kein Problem, dass auf der einen Seite die Schweine vom Futtergang sind und auf der anderen Seite die Kühe. Das funktioniert da reibungslos. Die Wollschweine habe ich mir vor 2 Jahren gekauft. Hat mal als Hobby angedacht und mittlerweile haben wir welche geschlachtet, haben das Fleisch probiert. Es ist sehr, sehr lecker und können das am Hofladen als besonderer Zusatz noch vermarkten. Die Wurst wird alle von uns produziert. Traditionell in der Dose und hier oben als kleine Portion, die Wurst im Glas mit Schraubdeckel. Der Hofladen und die Hofmetzgerei als Einheit nehmen den zeitlich und auch betriebswirtschaftlich hohen Stellenwert ein. Der reine Schlachtprozess findet 5 Kilometer weg in einer Schlachtstätte statt, wo einzeln Tiere geschlachtet werden. Wir sind dabei bei der Schlachtung. Sobald die Fleischbeschau erledigt ist, holen wir die Schlachtkörper wieder im entsprechenden Hänger hierher zurück und dann der Rest von der Verarbeitung findet hier statt, auf dem Hof. Mir gefällt die Arbeit sehr gut, mit den Tieren draußen zu sein, Landwirt zu sein. Da geht Hobby und Beruf geht ineinander über, so wird es auch nicht langweilig.